Peace, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um eine Pfeifenvorstellung und zwar um eine ganz, ganz spezielle Pfeife. Und zwar handelt es sich um die RP Hooker Broker. Wir werden diese Pfeife gleich auspacken, wir werden mal gucken, was da alles drin ist, was das für eine Shisha genau ist. Ich werde euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Dann würde ich sagen, los geht's. Also Freunde, da haben wir den Karton stehen. Wie ihr seht, der ist leider ein bisschen leicht verdellt, aber im Endeffekt ist es ein Karton, dafür ist es ja da. Würde ich sagen, bevor wir es auspacken, nochmal ein kurzer Rundumblick um die Pfeife. Auf jeden Fall geiler Karton, ich finde es schön schlicht gehalten, nicht viel Schickimicki drauf, einfach Marke, Pfeife, das war's. So mehr gibt es da nicht zu sehen, natürlich noch ein paar Herstellerangaben. Dann würde ich sagen, packen wir mal hier aus. So. Und da kommt schon das erste geile Feature uns entgegen. Und zwar, alles passt in eine Tasche. So, jetzt hole ich mal hier alles raus. Karton kann weg. Und zwar haben wir hier eine praktische Reisetasche. Da ist alles drin. Da ist nicht nur Pfeife drin, da ist wirklich alles. Und die Pfeife ist nun komplett. Das heißt, Schlauch, Mundstück, Kopf, alles ist dabei. Und es passt alles in diese Tasche rein. Ausnahmslos. Schon mal sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, aufgemacht. Kommt uns schon mal alles entgegen. So, fangen wir einfach von oben mal an. So, das erste, was wir hier eingepackt haben, ist unser Mundstück, Zange mit Tauchrohr, Knickschutzfeder, Sieb, also Kopfaufsatz, Steinkopf, Sieb für den Steinkopf. Das sind unsere Teller, Mehrzahl, Rauchsäule, Dichtung, Bowl mit Schlauch und dann war es das schon. Dann haben wir hier drin nur noch so, ja, so ein Band, dass man es hier an die Tasche dran machen kann, zum drumherum hängen. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Ja, was ich noch kurz hier anmerken will, was ich ziemlich cool finde, und zwar, wir haben hier noch so einzelne Fächer in der Tasche drin. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Tauchrohr oder Zange oder irgendwas können wir halt hier reinstecken. Das ist auch schön geordnet in der Tasche. Ist nicht einfach nur in die Tasche rein, auch mit System. Man kann aber auch anderes in der Tasche transportieren. Dann kann man das hier zum Beispiel aufmachen und kann andere Sachen noch reinlegen. Also schon cool durchdacht, die Tasche. Das gefällt mir. So, so viel zur Tasche. Die packe ich jetzt erstmal weg. Und dann würde ich sagen, mit was fangen wir an? Fangen wir mal von oben nach unten an. Und zwar kommen wir zu den Tellern. Wir haben hier ja einmal so einen flachen Teller. Logo nicht reingelasert, sondern reingraviert. Auch immer wieder cool. Dann haben wir nochmal einen großen, klassischeren Teller. Der ist halt, wie man es halt kennt, mit so einem Bogen. Auch wieder Logo reingraviert und ist um einiges ja, schon größer als der andere Teller. Das sind die zwei Teller. Warum zwei Teller? Können sich vielleicht manche schon denken, aber ich werde es gleich nochmal genauer erklären. Wenn wir sagen, kommen wir auch schon direkt zur Rauchsäule. Packen wir mal das Späßle hier aus. So. Und zwar ist das hier unsere Rauchsäule inklusive Base. Gummi kommt hier unten dran, können wir eigentlich direkt schon mal dran machen. Ich mache das Ganze nochmal gleich feucht, dann rutscht es auch leichter und besser da rein. Aber fürs Erste langt das. Was gibt es hier Wichtiges zu erwähnen? Ich würde sagen, fangen wir von unten an. Base, Gummi kennt man. Unten haben wir unsere Ausblaslöcher. Dann ein großes Loch, wo dann der Rauch später durchgeht, wenn wir dran ziehen. Hier kommt dann auch das Tauchrohr rein. Schlauchanschluss ist fest, den kann man zwar aufschrauben, aber nicht rausziehen. Also der bleibt eigentlich fest an der Base dran. Vorteil, Nachteil, finde ich, gibt es jetzt ja nicht unbedingt. Also es hat klar praktischer, wenn man jetzt mal seinen Schlauch abziehen will, zieht man nicht dann immer den Schliff auch dran. Also wenn man zum Beispiel einen Schlauch wechseln, wenn man einen anderen Schlauch dran machen will, muss man nicht dann erst den Schlauchadapter da rausfummeln aus dem Schlauch raus, sondern zieht es einfach von der Pfeife ab. Sonst, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was es sonst für einen Unterschied geben sollte. Also das ist egal, wie rum man es macht. Macht keinen Unterschied, wirkt sich nicht auf die Pfeife aus. Dann kommen wir zu etwas Besonderem. Abgesehen davon, dass es hier einen echt geilen Cut so drin hat, so einen Kreuzschliff, würde ich mal sagen, hat es da. Und dann so, ich denke mal, Epoxidharz vielleicht, kann ich nicht genau sagen, was das ist, hat es dann hier nur so einen kleinen Ring drin. Ist das Ganze hier aber nicht die endgültige Rauchsäule, Freunde. Das hier ist nämlich ein Sleeve. Um das zu präsentieren, schraube ich einmal oben den Kopfadapter inklusive Ausblasloch-Ring raus. Keine Ahnung, wie man das genau nennen will.
Auf jeden Fall handelt es sich bei dem Teil hier oben um das Ausblassystem. Das kann man halt unterm Teller machen oder zwischen diese Doppelteller-Kombination hier. Da hat man das zwischen den Tellern, aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, und dann seht ihr es jetzt schon. Wenn ich das hier abziehe, haben wir hier, nochmal Rauchsäule fest rausschrauben, ist das unsere eigentliche Rauchsäule. Wir haben hier die Löcher, wo dann später der Rauch rauskommt. Muss man natürlich aufpassen, wenn man es jetzt hier rumhantiert, dass die Kugeln nicht da rausfallen. Kugeln sind schon drin, by the way, also muss man nicht reinmachen. Sind schon alle am Ort und Stelle. Kommt hier das Sleeve drauf. Es wird noch mehrere Sleeves geben, habe ich vom Hersteller mitbekommen. Also es kommen noch Sleeves. Ich werde mal da, denke ich mal, auch wieder meine Sleeves designen für die Pfeife. Habe ich auf jeden Fall Bock, dass wir da mal wieder ein paar Sleeves machen. Eignet sich mal wieder perfekt hier. Und ja, wir haben hier praktisch ein Sleeve-System. Gut, dann kommen wir mal zum Ausblassystem. Wir haben, wie vorhin angemerkt, die Option, dass wir es hier dran schrauben, dann Teller einfach hier oben drauf machen. Ich feiere persönlich aber dieses Tellerblau auf einiges mehr, deswegen machen wir auch diesen Tellerblau auf mal. Das funktioniert eigentlich ganz simpel. Wir machen den großen Teller hier drauf. Der kommt dann hier außen um diesen Ring herum. Dann platzieren wir hier das Blow-Off-Adapter, nenne ich es einfach mal. Dann kommt der zweite Teller oben drauf. Sorry für den ganzen Fingerabdruck, aber es ist verdammt heiß gerade. Ich habe mir mal wieder gefühlt den heißesten Tag heute ausgesucht. Und Kopfadapter oben drauf. Jetzt haben wir den Blow-Off hier zwischen den beiden Tellern. Feine Sache, Freunde. Und komplett aus Edelstahl. Also hier ist wirklich an der Pfeife das Einzige, was aus Plastik ist, ist tatsächlich dieser Ring hier in dem Sleeve. Aber die Pfeife an sich aus 100% Edelstahl. Wo wir schon dabei sind, würde ich sagen, kommen wir auch mal direkt zum Mundstück. Hat hier das Logo auch eingelasert. Vom Design hat das Mundstück jetzt nicht wirklich viel mit der Shisha zu tun. Also einzige Element, wo man sagen könnte, dass von der Pfeife übernommen wurde, ist dieser Plastikring hier vom Sleeve. Also hier, ne? Die beiden hier haben Ähnlichkeit. Sonst würde ich da jetzt keine Ähnlichkeit feststellen können, aber ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, das Ganze liegt gut in der Hand. Ich finde, ich habe ziemlich große Hände und ja, ich kann es gut umfassen. Vom Material her würde ich sagen, könnte das schon Edelstahl sein. Also es ist nicht so leicht wie ein Alumundstück. Es ist aber auch nicht so krass schwer, aber ich glaube, das ist ein Edelstahlmundstück. Aber ich kann es euch nicht 100% versprechen, Freunde. Gut, so viel zum Mundstück. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Tauchrohr. Wo haben wir es denn? Da hinten haben wir es. So, mache ich das auch mal runter, weil die Kamera fokussiert die ganze Zeit darauf. Ich mache es ganz einfach. Ich mache mir nicht die Mühe, da irgendwas aufzustecken. Ich ziehe es einfach hier raus. Einfach raus aus der Masse. So. Tauchrohr. Diffusor abschraubbar, gefällt mir schon mal gut. Das heißt, wir können mit Diffusor oder ohne rauchen. Aber jetzt mal gucken, steckt man es einfach so um. Ja, also einfach umgedreht draufstecken, zuschrauben. Oh, schon, man muss nicht mal schrauben, einfach umgedreht draufstecken. Da ist ein Dichtungsgummi drin. Guck mal, zeige ich euch mal. Da haben wir, ja, das wird man wahrscheinlich wieder nicht so gut sehen. Vielleicht seht ihr es, da unten, ne? Ist so ein Dichtungsring drin, ein O-Ring. Das heißt, man kann das einfach hier draufstecken und schon ist der geschlossene Diffusor fest an der Pfeife dran. Ja, okay, jetzt fokussiert meine Hand statt dem Diffusor. So. Man kann das aber natürlich auch ganz so umgedreht befestigen, wenn man mit Diffusor rauchen will. Ich glaube, ich rauche lieber heute mal mit Diffusor, deswegen lassen wir es mal so rum. So, jetzt sieht man es hoffentlich mal wieder, ja. Gut, dann würde ich sagen, schrauben wir das Ganze mal fix hier rein. Gewinde laufen echt gut, also es gefällt mir. Sehr leichtgängige Gewinde haben wir hier. So, schon ist das Ding fest. Zange, ja, nichts Gewöhnliches, halt die Standard-Spitzzange, die glaube ich jeder von uns zu Hause mindestens eine von denen rumliegen hat. Also ich glaube, es gibt keinen Shisha-Raucher, der nicht diese Spitzzange besitzt. Packen wir mal zur Seite. Dann mitgeliefert bekommen wir einen Steinkopf. Jetzt nichts Außergewöhnliches. Standard Steinkopf mit einem Tabaksieb und halt dem Aufsatz. Ich baue das Ganze jetzt mal nicht auf, weil ich werde damit nicht rauchen. Ihr wisst, Freunde, ich rauche nur mit Pfanne. Aber für die, die Schmerlochkopf mögen, ihr habt hier einen dabei. Gut, dann packe ich das mal hier wieder rein, damit er auch schön unbeschädigt bleibt, der Kopf. Knickschutzfeder, auch immer wieder schön, eine dabei zu haben. Kann man eigentlich nie genug von den Dingern haben.
Dann ist immer wieder praktisch. Mehr gibt es zu den Dingern auch nicht zu sagen. Dann Schlauch, Standard schwarzer Silikonschlauch. Und kommen wir zum letzten, ja, zur letzten kleinen Überraschung, sage ich mal. Und zwar die Bowl. Es ist keine Standard Clear Bowl bei dieser Shisha dabei, sondern es ist ein Glas dabei, was schon so ein bisschen einen Cut hat. Es erinnert so ein bisschen an diese Caesar Bowls. Finde ich cool, dass da nicht einfach ein normales Clear-Glas oder Frozen-Glas, Frosted-Glas, wie gefühlt bei jeder anderen Shisha dabei ist, sondern man hat hier direkt so ein, ja, so ein Kristalloptik-ähnliches Glas dabei. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich 100%ig Kristallglas ist, schätze ich aber in dem Fall tatsächlich eher nicht. Aber es geht um die Optik, es sieht sehr gut aus, es gefällt mir und deswegen finde ich das cool. Dann machen wir nochmal hier kurz das ganze Rauchsäulen-Base-Set drauf. So, und da haben wir die fertige Shisha. Ist eine kleine Shisha, sitzt nicht 100%ig drauf. Ich weiß, Freunde, Dankeschön. Muss ich nochmal feucht machen, dann sitzt alles drauf. Und ja, ist eine coole Pfeife. Ist eine sehr, sehr coole Pfeife. Kommen wir noch zu einem Punkt, der euch natürlich brennend interessieren wird. Was kostet denn das Ganze? Das Ganze, Freunde, kostet 129 Euro. Ihr habt eine Shisha hier im absoluten Komplette, wirklich mit allem drin, was bei einer Shisha dabei sein kann. Komplett aus Edelstahl mit einem geilen Glas. Für 129 Euro finde ich echt einen sehr, sehr fairen Preis. Da kann man sich echt nicht drüber beschweren. Und würde ich sagen, baue ich uns das Köpfchen, dann rauchen wir das Ding mal auch, oder? Los geht's! Freunde, hoffentlich haben euch die paar Cinematics hier gefallen. Ja, Pfeife steht. Ich habe ein bisschen Bowlwasser noch reingemacht hier, damit es ein bisschen sommerlich aussieht mit dem Türkis. Geraucht wird aus dem Oblaco M. Zwei Kohlen drin und natürlich was sonst, Traubenminze. Ist ja wohl klar, Freunde. Dann würde ich sagen, wird es mal Zeit für den ersten Zug hier. Und es ist mal wieder alles in dichten Nebel gehüllt, Freunde. Also vom Rauchverhalten her, muss ich noch ein paar Züge nehmen, das beurteilen zu können. Vom Rauchverhalten her finde ich es echt ein angenehmer Durchzug. Es ist nicht, Leute, die mich länger schon wissen das, ich mag es nicht, wenn es wie Atmen ist. Es ist nicht wie Atmen, es ist ein kleiner Widerstand drin. Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, dass es immer ein bisschen auch mit dem Kopfbau zu tun hat. Ich habe hier Vollkontakt gebaut und da ist der Kopf ein bisschen voll, hat ein bisschen Widerstand beim Ziehen. Aber gefällt mir so. Dann zum Blow-Off. Ich zeige euch jetzt nochmal die zwei verschiedenen Blow-Off-Varianten, die es gibt. Also das ist der Teller-Blow-Off. Da kommt der Rauch schön wie so ein Wasserfall vom Rand vom Teller raus. Und dann haben wir noch die Option, dass wir natürlich den Blow-Off unterm Teller klatschen können. Dann haben wir praktisch an der Rauchsäule entlang runter einen Wasserfall. Cool, kann man immer wieder so ein bisschen anpassen, wie es einem gefällt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Hersteller noch Sleeves rausbringt, wo noch andere Blow-Off-Optionen ermöglicht werden. Also da auf jeden Fall aufpassen. Bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Preislich habe ich euch ja schon gesagt, 129 Euro. Also für 129 Euro kann man da echt nichts sagen. Komplette Edelstahlpfeife, kompakte Bauweise mit Tasche, Komplettset, allen drum und dran. Finde ich sehr, sehr gelungen. Material ist sauber verarbeitet, keine scharfen Kanten. Gefällt mir richtig gut. Und das soll es dann auch schon gewesen sein, Freunde. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich wie immer gern hier oder auf Instagram. Und Abo, Kommentar und Like nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wieder. Peace.